Also ich habe gesagt, das Buch ist meine Bibel. Ich habe noch nie erlebt, dass ich so einen Bezug auf dieses Buch Ja. habe. Ich habe das Buch hier in der Bibliothek mir ausgeliehen, weil es neu auf den Markt Ja. kam und war hin und Und weg. das hast du selber. Und jetzt habe ich selber und ich habe so ziemlich alle Bücher von der Patricia Kölle. Ja. Die, ja, der Stil gefällt mir, ihre Art zu schreiben. Aber wie Ja. gesagt, das Meer in deinem Namen, das ist mein Buch. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, hör mal diesmal, der Bibliothek im Kontor, gefördert durch den Förderverein Lesewelt Wittstock e.V. Unser heutiger Gast ist Annemarie. Welches schöne Buch hast du uns heute mitgebracht? Ich habe das Buch Das Meer in deinem Namen von Patricia Kölle mitgebracht. Gut, bevor wir weiter vielleicht in dieses Buch oder über deine Einstellung zu diesem Buch und deine Empfindung zu diesem Buch sprechen, möchtest du uns was vorlesen? Ja, ich habe mir den Prolog rausgesucht, weil ich denke, der zeigt, um was es geht in diesem Buch. Carly starrte auf das kleine Schiff in ihrer Hand. Es war das persönlichste Geschenk, das Tore ihr je gemacht hatte. Als der Bus in eine Kurve fuhr, ließ ein Sonnenstrahl den Rumpf honiggolden aufleuchten. Er war aus Bernstein. Die Segel aber, die sich in einem lautlosen Wind blähten, waren aus Silber. Sie spiegelten das Licht und warfen Funken an die schmutzige Bootswand. Der Bus bewegte sich auf der Landstraße vorwärts wie ein Tropfen, der einen Faden herunter, aber bestimmt nicht wieder hinaufläuft. Die Straße zerschnitt Carlys Leben in zwei Teile. Hinter ihr blieben ihre Freunde zurück und ihre große, aussichtslose Liebe. Vor ihr lag ein unbekanntes Ziel am Meer. Um es zu erreichen, musste sie nicht nur ein uraltes Tabu brechen, sondern obendrein Tante Alissa anlügen, die ihr ein Leben lang Vater und Mutter gewesen war. Das Schiff war schuld daran, dass sie hier war, wo sie nicht sein durfte. Schuld daran, dass sie Tores Bitte und endlich ihrer eigenen verbotenen Sehnsucht gefolgt war. Sie konnte sich nicht satt sehen daran, wie das Licht im Inneren des Bernsteins schimmerte. Winzig entdeckte sie ihr Spiegelbild darin, das ihr ratlos entgegenblickte. Doch seltsam, was war das? Neben ihrem eigenen Gesicht sah sie ein zweites. Es war älter und ganz gewiss nicht ihres. Und es lächelte sie an. Carly drehte sich um, sicher, dass jemand aus der Sitzreihe hinter ihr über die Lehne blickte. Aber dort saß niemand. Alle drei Doppelsitze waren leer. Der Bus war kaum besetzt. Verwirrt richtete sie ihren Blick wieder auf den Bernstein. Doch auf der blanken Oberfläche war nur ihr eigenes Gesicht zu sehen und ganz im Inneren ein Schatten, der vom Bug zum Kiel huschte und verschwand. Wahrscheinlich fehlte ihr Schlaf. Gegrübelt hatte sie reichlich in den letzten warmen Nächten. Sie steckte das Schiff behutsam in ihre Tasche, kuschelte sich in die Ecke, schloss die Augen und dachte an den Sommernachmittag vor kaum 2 Wochen zurück, als sich alles zu verändern begann und ihr Leben zum zweiten Mal unaufhaltsam ins Rutschen kam. Ich finde, das ist eine gute Einleitung in dieses Buch. Es geht um diese Carly und ihre unerfüllte Liebe zu Tore. Tore ist ein Professor, verheiratet, wird sich auch von seiner Frau nicht trennen. Und er erbt auf der Insel Das ein Haus. Da er ein Haus hat und auch nicht an die Ostsee ziehen will, macht er Carly ein Angebot, weil sie keine Arbeit groß hat. Sie ist seine Begleiterin und der Arbeitsvertrag läuft aus, dass sie das Haus entrümpelt, ausräumt und zum Verkauf fertig macht. Und sie fährt halt nach Ahrenshoop, sieht dann dieses Haus und verliebt sich in das Haus. Und in diesem Buch wird geschildert, wie sie Freunde kennenlernt, wie sie zu sich findet, wie sie ihre Angst überwindet. Also wie gesagt, es ist ein schönes Buch und ich kann es nur empfehlen. Bei der kurzen Information, die ich selber mache zu diesem Buch, habe ich gedacht, okay, eine junge Frau, Ostsee, Das, Ahrenshoop,
die Kombination kann einfach nur gut sein, weil ich mag die Ostsee, ich mag Ahrenshoop mit seinen ganzen kleinen Häuschen, die noch da sind, mit den vielen Geschichten, die sich darum bewegen. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist das Buch halt die Geschichte dieser jungen Frau, die sich auf in diesem Häuschen, was sie eigentlich entrümpeln soll und aufräumen soll, sich total neu wiederentdeckt. Oder zu sich selber findet? Also das Buch geht nicht nur um diese Carly, sondern auch um die Besitzerin dieses Hauses, die verstorben ist. Und das ist die Tante von diesem Tore. Aha. Und die Tante Henrike, genannt Henny Badonin, dieses Leben entdeckt Carly, indem sie in dem Haus wohnt und sich die Möbelstücke anschaut und Zettel findet von dem Freund von der Henny, also faktisch in das Leben dieser Henny einsteigt und wie sie dieses Haus findet, wie dieses Haus beschrieben wird. Und dann im Laufe dieses Romanes, wie sie die Freunde dort kennenlernt, auch zum Teil Hennys Freunde, die sie auch gut aufnehmen und mit ihr helfen beim Aufräumen. Ja, und eben halt in dieses Leben dieser Henny einsteigt und das Leben auch beschrieben wird. Die Henny ist als junge Frau mit dem Nikolas liiert. Sie stehen kurz vor ihrer Hochzeit. Die Freundin Myra näht für die Henny das Hochzeitskleid. Und der Nikolas, ewig kalt und er fühlt sich an der Ostsee nicht wohl, ist eines Tages verschwunden. Und diese Geschichte von der Henny dann nach diesem Verlassen beschreibt sie hier, wie Henny dann Fuß fasst. Also haben wir einmal diese Geschichte von der Carly, die sich in dieser neuen Umgebung für sie neu entdeckt, aber gleichzeitig wird auch diese historische Sache oder diese alte Geschichte des Hauses neu erzählt. Sie wird aufgedeckt, viele Sachen, die bis jetzt verschwunden waren, bestimmte Sachen neu erzählt oder aus einer anderen Perspektive erzählt. Ja, bevor man dann wieder explizit auf Henny zukommt, erfährt man, wie Carly durch bestimmte Gegenstände im Haus auf diese Henny stößt, beziehungsweise dann ihr Leben erforscht. Sie fragt die Freunde und mit dieser Myra hat sie erst ein bisschen Probleme, weil die sehr seltsam ist. Das war die beste Freundin von der Henny. Die hält nur gar nichts von Nikolas, lässt da kein gutes Haar an ihm. Und also wie gesagt, es ist aber auch so liebevoll beschrieben. Und was das Buch dann auch noch würzt, es sind auch schöne Rezepte drin, wo man dann das Gefühl hat, Mensch, das muss ich gleich mal ausprobieren. Aber das ist ja natürlich auch noch eine gute Seite bei einem Buch. Ja, und wie gesagt, es ist so, so schön romantisch und man kann sich das vorstellen, wenn sie halt im Dunkeln an die Ostsee geht mit ihrem Berliner Freund und sich auf das Rauschen der Ostsee konzentriert. Also wie gesagt, ich möchte auch nicht zu viel verraten von dem Buch. Nee, ist ja richtig, ne, genau. Aber wie gesagt, es ist fantastisch. Gut, eine Frage noch. Hast du dieses Buch schon mal an der Ostsee in Ahrenshoop am Strand gelesen? Nein, aber ich denke, wenn ich das nächste Mal an die Ostsee fahre, ist es auf jeden Fall mit dabei. Das hört sich sehr gut an. Ich danke dir recht herzlich für deine kurze Beschreibung des Buches. Wir hoffen, wie immer, dass wir doch einige Leser davon begeistern können und dass sie sich dieses Buch bei uns in der Bibliothek ausleihen. Zum Abschluss haben wir ja immer unser Zitat des Tages. Da habe ich eins gefunden, was ich zu meinem, ja, was eigentlich mein Lebensmotto ist. Ein Leben führt einen auf viele Wege, aber meine Lieblingswege führen ans Meer. Danke, Annemarie. Also ich denke mal, das ist sogar noch passend zu dem Buch, das du uns heute vorgestellt hast. Wir möchten uns heute bei euch fürs Zuhören bedanken. Wir wünschen euch viel Freude beim Anhören des Podcastes. Möchten im Anschluss oder als Ende wieder auf unsere Videobeschreibung hinweisen, wo ihr noch viele interessante Informationen zu diesem Podcast erfahren könnt.